Eigentlich ist es mir egal, was das ist. Erste Materie einsetzen. Ja. Ja. Hab grad keine mit. Ich weiß, ich könnte kaufen, aber. Ihr müsst aber mal gucken. Geht das denn schon? Bin gleich wieder da. Ich muss kurz Luki Luki machen. Gleich geht's ja in die Prüfung. Da mussten wir ja beim letzten Mal aufhören. Kann ich denn eigentlich schon? Ich weiß es halt gerade noch gar nicht. Doch, da hinten. Bin am falschen Teleport. Iteriten. Woher soll ich denn noch wissen, wo das ist? Weil Raiden so, ne? Ich werde zwar mit dem hier nicht mehr raiden gehen, aber trotzdem. Also. Ich werde schon noch raiden gehen, aber nicht im Stream. Wahrscheinlich. Nicht mit dem Schei hier. Ich habe mir meine Materie gerade gekauft. Ja, ich will nicht. Geizig. Oh Gott. So, nein, ich lese es noch nicht. Ja. Ja, will ich. Ich lese ja nicht. Ich skippe. Ich bin Meisterin mit dem Char hier im Skippen. Das lesen wir dann alles, wenn wir irgendwann mal mit unserem neuen Main da angekommen sind. Der Plan für heute, wie ich vorgehen möchte. Wir spielen erstmal ein bisschen Patch. Bisschen Story. Denk mal so bis 18 Uhr. Alter, warum sind hier so viele Quests? Danach spielen wir Life is Strange, True Colors. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt alles wieder episodenmäßig mache oder ob ich einfach nur so lange spiele, wie ich Bock habe. Weiß ich noch nicht genau. Ich werde weiterarbeiten, vielleicht verspielt. Aber okay, mach das. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich glaube, gleich haut sie mich. Jo, wie gesagt, lesen tut mir das dann. Irgendwann mal. Ne, da hinten irgendwo. Wie weit wohnen sie weg? Ja. Erstmal nach der Welt. Kitty, möchtest du denn mit in die Prüfung? Ich glaube, ich kenne die Antwort zwar, aber egal. Ich frag trotzdem. Ich sag ja, ich kenne die Antwort. Alles klar. Ich lade die schon mal kurz ein. Da. Irgendwo rein da. Ich würde es halt nur so weit haben, dass ich schon mal den ersten habe. Also den fünften. Ist ja nicht der erste, aber der erste von den neun. Obachtbaum. Boom! Bäumchen. Dänkchen. Ja. Hi, Kitty. Hier muss ich hin. Gut, dass man die ganzen Sachen skippen kann. Warte mal. Da habe ich doch auch hoch. Ja. Partner Wolf. Dieser Neunschwänzige hat so ein hübsches Lächeln. Ja, ne? Der grinst so richtig schön. Denkt man auch gleich, dass es der beste Freund des Menschen ist.
Nein, ich will es nicht sehen. Ich habe von der Story des Pandemonium eh keine Ahnung. Ah, abschließen. Oh, es gibt Materia. Da ist er. Abyssos. Oh Gott. Ich habe noch nichts von gesehen. Doch, vorhin ganz kurz, aber da habe ich schnell weggeschaltet. So. Gut. Wenn ich da durchgehe, komme ich bestimmt wieder zurück, oder? Den Raid mache ich irgendwann. Nee, ich komme nicht zurück. Schade, ich muss raus und mich raus teleportieren. Ne? Teleportkosten. Komm. Ich habe nur Gerüchte gehört, dass sie gewesen sollen. Ich habe noch gar nichts gehört. Wie gesagt, ich habe von einem kleinen Mini-Ausschnitt gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob es der 5., 6., 7., 8. ist. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Wie gesagt, lesen werde ich das dann bei Zeiten mal. Jo. Prüfung. Barbarizia. Bist du bereit, Kitty? Oder willst du... Oder du bist auch noch am Freischalten. Oder hast du schon freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich habe ja so ein bisschen Angst vor der Alten hier. Yay! Barbarizia! Ich muss auch noch unbedingt die Event-Quest machen. Die Event-Quest muss ich auch noch unbedingt machen. Aber die lese ich mit dem anderen Schau. Was ich eigentlich mal machen könnte, wird ja noch gehen. Einmal zu den Docks. Würde ja eigentlich gehen. Ja, funktioniert. Erstmal Schreck des Todes. Sehr schön. Alles in Arbeit. Es gibt ja so tolle Sachen. Ja. Aber ich bin gerade noch am Sparen. Und zwar auf die moderne Ästhetik. Gerade. Ich spare gerade als erstes auf die moderne Ästhetik. Hallo Niklas. Wie geht's heute das Gespräch in einer halben Stunde wegen meinem Lohn in der Arbeit? Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Mir geht's ja. Ja, so lala, ne?
Ich lebe. Ich atme. Kennt ihr jetzt den Spaß seines Lebens? Oh, es gibt so viele tolle Sachen. Ich muss mich zurück. Nein. Wie war der 24. Stream? Gut. Der war gut. Der war sehr, sehr gut. Lang. Lange 24 Stunden. Oh, ich brauche noch einen Palmholzscheit. Nee, aber war soweit an sich ganz gut. Hat Spaß gemacht. Aber das reicht jetzt auch erstmal wieder. Der nächste 24er wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber mal gucken. Der 24er war toll, bis auf dass ich halt krank geworden bin. Oh, ja. Wie geht's dir jetzt eigentlich, Kitty? Wie geht's dir jetzt eigentlich? So spät. Ja, reicht ja auch erstmal, ne? Der 24er soll ja was Besonderes sein. Wobei ich glaube, nochmal 24 Stunden. Naja. Ich habe das jetzt tatsächlich auf 20 Stunden, glaube ich, runtergeschraubt. Und auch günstiger gemacht. Aber noch ist es auch nicht verfügbar. Das kommt dann erst Ende September, könnte das wieder einlösen. Vielleicht. FGs Kaffee und Husten. Ist dauerwarm. No. Die Katzen würden einfach nur die Zunge raushalten. Oh je. Yeah. Ich bin gespannt. Barbarizia. Naja, mal gucken. Gucken wir uns das Problem an. Das Radio. Sehr nice. Hallo, Tervan. Mir ja, auch einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Im Reich der wilden Winde herrsche ich. Meine Stürme werden euch verschlingen. Oh yeah. Euer Äther glänzt wahrlich verführerisch. Okay. Aber nichts glänzt strahlender als. Dann schauen wir mal. So. Blutlosfähig ist er dann. Sehr geil. Blutlosfähig ist gut. Oh, will ich wissen? Oh. Oh Gott. Das war Glück. Übermut wird bestraft. Das war Pech. Okay, das ist jetzt mal die Rechte. Ich werde mindestens einmal sterben hier drin. Schmeckt meine
Aber die Musik ist geil. Die Musik ist echt. Die Musik hat was. Ja, ich würde mal empfehlen, zum Friseur zu gehen bei der Haarstruktur. So fließend und stark. Okay. Oh Gott. Aua. Die hat Spaghetti-Haare. Was sind so Spaghettis? Übermut wird bestraft. Ich gehe schon mal, wo weiß ich, drei Stunden vorher nach hinten geht. Die hat sehr, sehr seltsames Haar. Es ist wirklich seltsames Haar. Sehen wir einmal, wie ihr mit diesem Sturm zurechtkommt. Ja, Alter, macht mir Angst. Das ist ja haarscharf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes haarscharf. Bitte nicht. Ich glaube, die Alte hat sie nicht mehr alle. Keine Ahnung, was sie damit tun soll. Hilfe! Tut das nicht weh, wenn man so die ganze Zeit auf den Boden hämmert? Oh, wenn sie meint. Ist das alles, was ihr könnt? Das Ding endlich mal hochgehen? Also der Kampf ist cool, aber verwirrend.
Pakt ist, die Frau liebt AOEs. Warum bin ich nochmal Nahkämpfer? Das nennt ihr Deckung? Hey. Muss das sein? Oh, hatten verdammt. Großes Aggressionsproblem. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. 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 Die Frau, ey. Du riechst mir immer was zu futtern. Mach das! Was gibt's denn? Müsste auch mal was essen. Verdammt! Wenn ich nur mehr von dem Äther des Drachen hätte! Hätte! Tschüss! Verflucht sollt ihr sein! Mal sehen, was der Kühlschrank für ihr ergibt. Ja, ich werde nachher einfach nur irgendwelche kleinen Snacks essen. Fertig. Beziehungsweise, was heißt nachher? Bald. Gleich. In der nächsten Pause. Ihr
Ihr scheint alles heil überstanden zu haben, im Gegensatz zu Barbarizia. Ihr Gefolge hat sich ebenfalls schleunigst davon gemacht. Konntest du noch etwas über Ashtaria erfahren? Keine Erkenntnisse aus der Memoria, also. Leer ausgegangen sind wir deswegen aber noch lange nicht. Wir wissen immerhin, dass uns der Klüngel um Golbes zu deiner Schwester führen kann. Und wie ihnen beizukommen ist. Das ist wohl wahr. Dank deiner Hilfe sind wir in unseren Nachforschungen bereits weiter, als ich je zu hoffen wagte. Wir stehen in deiner Schuld, Zero. So lautete unser Pakt. Weiter nichts. Und deinen Teil hast du übrigens noch nicht erfüllt. Ihr Äther wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Hat ihr der Kampf so viel abverlangt? Wir sollten schnellstens zurück zum Dorf. Käme jetzt eins dieser Biester auf die Idee, sich mit uns anzulegen, sähen wir ohne Zero ganz schön alt aus. Kitty. Wir haben immerhin einen konkreten Hinweis auf Ashtarias Verbleib erhalten. Und es wäre närrisch, nun kopflos voranzupreschen. Setzen wir die Suche vorerst aus und kümmern uns um Zero. Zero kommt zwar nicht wieder zur Besinnung, aber ansonsten scheint ihr nicht zu fehlen. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Schließlich ist sie ein Halbwesen und damit nicht wirklich mit unserer Eins vergleichbar. Hält mir ein wachsames Auge auf ihren Zustand. Bei wie vielen war ich jetzt? Huch, da. 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Siebte. Das heißt, das wären jetzt noch 3 Quests. Hat er halt gesagt? 3? Ich glaube, es waren noch 3 dann. Na, mal sehen. Wann wird sie wieder zu Bewusstsein kommen? Hast du dazu eine Einschätzung gestohlen? Ich fürchte nicht, muss ich gestehen. Auch kann ich nicht sagen, ob unser Äther überhaupt ausreichen würde, um sie zu wecken. Am besten wäre es, sie mit uns in den Ursprung zu nehmen. Dort hätte sie auf jeden Fall genug. Es scheint mir nicht rechtens, sie ohne ihre Zustimmung zu entführen. Allerdings können wir sie in diesem Zustand auch unmöglich zurücklassen. Ist sie einem jedem Fressfeind doch hilflos ausgeliefert. Und in den 13. Splitter zurückbringen können wir sie immer noch, sobald sie erwacht ist. Dürfte ich Sie bitten, Barbarizias Memoria mitzunehmen? Vielleicht finden wir ja noch eine Verwendung dafür. Oh, was ist denn mit der passiert? Was willst du von ihr? Wir haben Zuzug. Jemand aus Barbarizias Gefolge, das es nun ja nicht mehr gibt. Sagt ihr das doch bitte, wenn sie wieder aufwacht. Barbarizias Gefolge? Warum sucht ihr diesen Neuankömmling nicht auf? Damit wird Zero gleich ein wenig über ihn erzählen können. Das ist eine gute Idee.
Würdest du mich begleiten, Aidaria? Möglicherweise bringen wir ja doch noch das ein oder andere über Golbis in Erfahrung. Boah, da ist wieder dieses ekelhafte Spinnending. Hey, meine Mom hat mir Eistee mitgebracht. Sehr geil. Was denn für welchen? Ihr seid doch diejenigen, die Barbarizia besiegt haben. Ich werde mich benehmen. Ich verspreche es. Und gehorche. Bitte, bitte lass mich bleiben. Dann gehorche und erzähle uns alles über Golbis, was du weißt. So viel weiß ich leider gar nicht. Nur die vier Fürsten dürfen in sein Territorium hinein. Und alle anderen wissen nicht einmal, wo sich das befindet. Ich auch nicht. Das ergibt Sinn. Ist man schwer zu finden, ist man auch schwer anzugreifen. Und wie verständigt er sich denn mit dem Rest seines Gefolges, wenn es nicht in seinem Territorium erlaubt ist? Die so eine verschiedene Sorten. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, bisher nur einmal getrunken? Glaube ich. Die weiß bis jetzt nicht mehr, welche Sorte das war. Er hatte da diese Säulen und mit denen kann er alle erreichen. Selbst die, die furchtbar weit weg sind. Das klingt ganz wie unsere Kontaktbären. Danke, das hat uns sehr geholfen. Und dir natürlich auch nochmals meinen Dank, dass du mich begleitet hast. Das Gespräch war aufschlussreich. Aufschlussreicher, als ich erwartet hatte. Nun kann ich doch etwas beruhigter in den Ursprung zurückkehren. Ist dem so, ja. Na dann. Kehren wir erst in den Ursprung zurück, werde ich das Portal versiegeln. Wir können nicht ohne weiteres wieder in den 13. Splitter reisen. Bist du sicher, dass du hier alles erledigt hast? Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch tun sollte. Also dann, zurück zur Burg Troja und dann auf nach Hause. Ihr seid wieder da und in einem Stück? Weltenreisende hätte ich mir erschöpfter vorgestellt. Schließen wir das Portal. Es ist vollbracht und abermals fest verschlossen. Gab es Vorfälle mit Nichtsgesandten, während wir im 13. Splitter waren? Lediglich kleinere Scharmützel. Das Überraschungsmoment war diesmal auf unserer Seite. Also gibt es keinerlei Verluste zu beklagen. Das erleichtert mich ungemein. Und abermals will ich betonen, wie tief ich in euer aller Schuld stehe.
Das wissen wir zu schätzen, aber das ist eigentlich Nebensache. Gerade ist nur eines wichtig. Dass du wohlbehalten zu uns zurückgekehrt bist, Vashan. No. Ist das so? Nun, das bin ich. Und ich freue mich, zu Hause zu sein. Willkommen zurück. Im Megaduta-Palast sind Zimmer für euch hergerichtet. Zero sollten wir fürs Erste ebenfalls dort unterbringen. Willkommen, Ferdai Daria. Wir haben euch bereits erwartet. Darf ich euch auf eure Gemächer bringen? Selbstverständlich. Eine unerwartete Wendung. Und doch bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Ihr habt euch eine Ruhepause mehr als verdient, aber über eine Sache muss ich vorher noch mit euch sprechen. Zero? Wir haben sie sicher in den Ursprung gebracht, aber erwacht ist sie noch immer nicht. Wenn es ihr an Äther mangelt, würde es helfen, wenn ich ihr einen Teil von meinem gebe? Im Chaos des 13. Splitters gab es für sie lediglich zwei Möglichkeiten, an Äther zu kommen. Entweder spendeten wir unseren, oder sie fraß ein anderes Nichtswesen. Im Vergleich dazu quillt der Ursprung vor Äther geradezu über. Selbst während sie ruhig schläft, sollte sie also bereits genug absorbieren, allein über ihre Atmung. Ihr Zustand ist also nicht kritisch? Nein, das ist er nicht. Sobald sie erwacht, sollte sie jedoch etwas essen. Ihr Körperbau gleicht dem unseren, also dürfte sie den nötigen Äther über ganz normale Nahrung aufnehmen. Wir haben ihr Äther versprochen. Aber dass der nicht aus Tafners reicher Küche kommen darf, davon war nie die Rede. Verstehe. Wie sie hier vor sich hinschlummert, sieht sie wirklich kein bisschen wie eine Nichtsgesandte aus. Die Hälfte hält sich wohl gerade zurück. Als wir sie trafen, sprach sie davon, dass Zenos gewaltsamer Pakt sie verändert habe. Der Kontakt mit Heidelins Kristall hat sie davon befreit, nicht wahr? Demnach dürfte die Dunkelheit eine ähnliche Wirkung haben. Regt man ihre Seele damit an, wird vermutlich das Nichtswesen in ihr gestärkt. Ich glaube nicht, dass sich Zenos dessen bewusst war. Aber Van Daniel schon. Wäre sie ein reines Wesen des Nichts, hätte der von Licht erfüllte Kristall keinerlei Effekt auf sie. Dessen bin ich mir sicher. Aber dass du gerade auf sie gestoßen bist, ein Halbwesen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es Heidelins Weisung war. Wenn wir den 13. Splitter weiter erkunden wollen, können wir nicht auf Zeros Kontrolle über die Memoria verzichten. Doch ohne einen Pakt scheint sie gänzlich unwillig, uns zu helfen.
In dieser Hinsicht ist sie ganz Nichtswesen.